Na, ihr da draußen, herzlich willkommen zu einem, ja, wie könnte man am ehesten sagen, ich sag einfach mal zu, The Plan, allerdings diesmal kein Let's Play, das haben wir ja schon gemacht, sondern eher eine Interpretation der ernsten Thematik, die diesem Spiel zugrunde liegt. Der ein oder andere von euch wird jetzt vielleicht so sagen, was, da geht's doch nur um eine Fliege, die nach oben fliegt, um dann... Ja, ich will das jetzt nicht spoilern. Eine Fliege, die nach oben fliegt. Aber nein. Bei näherer Betrachtung wird man feststellen, dass es hier um mehr geht. Wir sind nicht einfach nur eine Fliege. Seht euch diese Fliege einfach mal genauer an. Denn diese Fliege, diese unscheinbar wirkende Fliege, ist etwas Besonderes. Denn diese Fliege kann jeder von uns sein. Ja, auch du. Ein jeder Mensch, der sich die Frage stellt nach dem Sinn seines Daseins, den Sinn seiner Existenz. Jeder Mensch hat vielleicht auch wahrscheinlich auch einen Lebenstraum, ein Ziel, das er erreichen möchte. Und für diese Menschen steht diese Fliege, die sich aufmacht auf diesen Weg zu ihrem Lebenstraum, ihr Ziel zu erreichen. Immer weiter. Immer weiter. Nicht aufzuhalten, selbst von dem ersten Gegenwind nicht. Von anderen, die behaupten, das schaffst du nie. Das ist eine große Dummheit, die du da machst. Sondern man folgt weiter seinem Weg, denn man will sein Lebensziel, seinen Lebenstraum erreichen. Irgendwann verfängt man sich in den Fesseln der Gesellschaft. Ist gefangen in seinem eigenen langweiligen Leben. Und man hat zwei Möglichkeiten. Man kann versuchen, stillzuhalten und darauf hoffen, irgendwie zu überleben. Oder aber man bemüht sich, man strengt sich an, man versucht, die Fesseln dieser Gesellschaft, die Fesseln seines eigenen Daseins, seines Lebens, seines langweiligen alltäglichen Lebens zu sprengen, zu zerreißen, um sich weiter auf den Weg zu machen, um vielleicht seinem Ziel ein Stück näher zu kommen. Ja, selbst wenn immer wieder irgendwelche Hindernisse in den Weg gelegt werden, in Form von riesigen Blättern oder aber von starken Windböen. Immer wieder die gleichen Sätze, die gleichen Worte. Das schaffst du niemals. Das ist die größte Dummheit, die du begehen kannst. Und auch das Leben selbst, das Schicksal selbst versucht uns immer wieder, irgendwelche Hindernisse in den Weg zu stellen. Und doch machen wir weiter. Wir wollen immer weiter, immer höher hinaus. Auf dem Weg zu unserem Ziel, auf dem Weg zu dem, was für uns wichtig ist oder was für uns das Höchste überhaupt zu erreichende ist. Und so machen wir weiter. Wie auch diese Fliege, immer weiter, immer höher hinaus. Gewillt, uns durch nichts aufhalten zu lassen. Gewillt, uns gewillt, uns selbst durch solche Dinge nicht aufhalten zu lassen. Durch Rückschläge, die uns das Leben vielleicht in den Weg legt. Oder aber auch durch die Ignoranz der übrigen Gesellschaft, sondern wir wollen immer weiter. Immer weiter. Und das ist manchmal verdammt anstrengend, diesem Druck standzuhalten. Aber wir wollen nicht untergehen. Nein. Und irgendwann haben wir es geschafft. Irgendwann haben wir die Zweifler, die Neider hinter uns gelassen. Und es geht immer weiter aufwärts. Aber wir stellen auch fest, auf diesem Weg zu unserem Ziel, zu unserem Lebenstraum, dass wir verdammt einsam sind. Wir sind allein. Denn wir haben wirklich alles hinter uns gelassen. Unser altes Leben, unsere Familie, unsere Freunde. Wir sind einsam. Einsam
auf dem Weg, unseren Traum zu erfüllen. Wir können nicht mehr umkehren, dafür ist es zu spät. Wir müssen weiter, immer weiter. Wir müssen einfach mal die Musik wirken lassen. Irgendwann wird uns bewusst, allein wie wir sind, dass wir nicht mehr sind als ein kleiner Punkt im Universum, ein winziger, zappelnder Punkt am nächtlichen Himmel. Und immer näher kommen wir unserem Traum. Wir können es fühlen, er ist zum Greifen nahe. Wir können ihn schon vor uns sehen, wie er sich langsam herausschält aus der Dunkelheit. Zum Greifen nahe, einsam und allein, sind wir endlich an unserem Ziel angelangt. Nur um dann irgendwann zu sterben. Und trotz allem, was wir durchgemacht haben auf unserem Weg, auf was wir verzichtet haben, was wir alles hinter uns gelassen haben, nur um unseren Lebenstraum zu erreichen, bleibt im Endeffekt nichts anderes von uns übrig als ein Häufchen Asche, die vom Wind verweht wird. Nur eine Erinnerung in den Köpfen derer, die uns noch kannten. So sollten wir uns die Frage stellen: Lohnt sich das wirklich? Sollte man immer versuchen, nach dem Höchsten zu streben, sein absolutes, das absolute größte Ziel zu erreichen? Denn im Endeffekt haben wir nichts davon. Diese Fliege kann ein jeder von uns sein. Ihr solltet einfach mal das nächste Mal darüber nachdenken, bevor ihr wieder eine Fliege respektlos an der Wand zermatscht und als einen dunklen Flecken hinterlasst. Aus der Haus. Und tschüss.